Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, ist das Aral Ultimate 102 von vielen Leuten angepriesen, von anderen aber auch irgendwie als Käse hingestellt. Und ich habe das ja wirklich ein Jahr lang konsequent getankt. Ich bin mittlerweile seit ein Jahr und 2 Monaten damit ausschließlich unterwegs und habe insgesamt 17.000 Kilometer damit abgespult. Und ich gebe euch einen kleinen Ausschnitt und einen Vergleich dazu im Vergleich zum Super Plus mit 98 Oktan. Ich benutze nämlich, seitdem ich das Auto habe, die App bzw. die Seite Spritmonitor. Kommt hier oder hier unten kommt da ein Link hin. Da führe ich im Prinzip Fahrtenbuch über, welche Kosten bei mir entstanden sind. Aber da mache ich nochmal ein separates Video über das ganze System. Auf jeden Fall habe ich da jetzt mir Daten rausgesucht von einem gleichen Zeitraum und den gleichen Kilometerstand. Ich glaube, in dem Fall sind es, glaube ich, 13.000 Kilometern, wo ich nur Super Plus gefahren bin und wo ich nur das Aral Ultimate 102 gefahren bin. Und die beiden Werte stelle ich gegenüber. Und dann werde ich euch erzählen, wie viel mehr Spritkosten hatte ich dadurch? Hat sich eine Spritersparnis ergeben? Wenn ja, wie hoch war sie? Dann, wie viel mehr Geld habe ich dafür ausgegeben? Und was sind die Literkosten pro, also wie viel mehr zahle ich auf 100 Kilometer, damit ich mir den Luxus vom 102 gönne? Und das werde ich euch alles am Computer zeigen. Dann nehme ich euch gleich mit zum Computer und werde euch hier am Screen ein bisschen die Daten zeigen, vergleichen und ein bisschen was darüber erzählen, was so mein Eindruck ist. Und wenn wir das gemacht haben, kommen wir wieder zurück hier zur Kamera und dann werde ich auch noch ein bisschen meine Eindrücke schildern, die allgemein so durch das Aral Ultimate 102 bei mir aufgetreten sind. Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, jetzt habe ich hier auf meinem Laptop mal die beiden Spritvergleiche über ein Jahr gegenübergestellt. Auf der linken Seite sehen wir die Auswertung nach gut einem Jahr und 12.800 Kilometern mit dem Super Plus 98 Oktan Sprit. Den habe ich bei allen möglichen Tanken getankt, außer bei Aral und Shell, also Jet und alles, was günstig war. Und auf der rechten Seite ausschließlich das Aral Ultimate 102 in allen möglichen Aral-Tankstellen. Yeah! Dann gibt es da mal die Werte, und zwar ist es der beste Wert, den ich herausfinden konnte, der am nächsten beieinander ist, und zwar einmal 12.833 mit dem 98er Super Plus Sprit und 12.962 Kilometer mit dem Aral Ultimate 102. Das war jetzt so der nächste Wert, den ich gefunden habe, um eine Vergleichbarkeit hinzustellen. Interessant ist auf jeden Fall einmal der Verbrauch. Mit dem 98er hatte ich einen Verbrauch von 11,75 Litern und mit dem Aral Ultimate 102 hatte ich einen Verbrauch von 11,35 Litern. Die Spritersparnis, wenn man jetzt wirklich davon ausgehen kann, dass mein Fahrprofil mehr oder weniger gleich war. Was nicht ganz einfach ist, ist aber, man sieht, dass der Sprit ungefähr 0,4 oder genau 0,4 Liter sparsamer ist. Interessant ist auch einfach mal die Zahl, wie viel Liter man Sprit so weghaut auf 13.000 Kilometer. Und zwar sind es hier 1.500 Liter und hier 1.471 Liter mit dem Ultimate. Da ist natürlich auch ein sehr entscheidender Faktor die Spritkosten an sich. Und zwar habe ich mit dem 98er Super Plus Sprit auf 100 Kilometer 15,85 € stehen und das Aral Ultimate 16,79 €. Und wenn man hier mal ein bisschen schon mal rüberäugt auf die Mehrkosten, die ich jetzt hier habe, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, muss ich kurz Kopfrechnen machen, aber man sieht, es sind ungefähr 100 €, 102 €. Ja, Kopfrechnen kann ich schon. Also sind 102 € Differenz, die ich jetzt mehr Geld ausgegeben habe für den Aral Ultimate 102 Sprit und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Drama, wenn man überlegt, damit ist man gute 13.000 Kilometer weit gekommen und hat 100 € mehr ausgegeben. Das lässt sich schon meiner Meinung nach verkraften. Dann gibt es aber noch ein bisschen Werte, die man noch ein bisschen erweitern kann. Und zwar zeige ich euch das einmal. Hier möchte ich euch auch einmal so eine Vergleichbarkeit nochmal zeigen, wie sich die Spritkosten bzw. die gefahrenen Kilometer zusammengesetzt haben. Und zwar sind das wirklich, die Werte sind relativ identisch. 10.500 Kilometer mit dem Super Plus habe ich die Sommerreifen montiert gehabt, im Vergleich dazu 9.960. Das sind jetzt irgendwie 600 Kilometer mehr, was man eigentlich schon fast vernachlässigen kann. Der Wintereinsatz war mit dem Super Plus hier ein bisschen weniger, wie man sieht. Hier waren es ungefähr 3.000 Kilometer, hier 2.700 Kilometer, die ich im Winter rumgegurkt bin. Ansonsten hier muss ich sagen, bewusste Fahrweise und sowas habe ich irgendwann mal angefangen, bewusst einzupflegen. Ich habe diese Hütchen hier, die man auch bei Spritmonitor eingeben kann, nicht immer mit bewusst benutzt. Wie man auch sieht, überwiegend habe ich gesagt, ich bin Normalfahrer.
Dann habe ich angefangen, irgendwann hier mehr drauf zu achten. Deswegen differenzieren sich hier jetzt die Zahlen. Tendenziell kann man aber sagen, was viel wichtiger ist, ist Autobahnstrecke, und zwar 8000 Kilometer Autobahn, 8700 Kilometer Autobahn hier. Man sieht, der Spritverbrauch ist nahezu identisch. Interessant eigentlich. Stadt ist ebenfalls identisch, 8000 Kilometer gegen 6000 Kilometer. Landstraße, ich fahre überhaupt keine Landstraße, deswegen ist es vielleicht gar nicht richtig für mich zu verstehen, warum da jetzt Landstraße mit drin ist. Aber im Großen und Ganzen kann man irgendwie schon sagen, man sieht auch hier, das ist ungefähr mein Landstraßenprofil auf ein Jahr. Also Landstraße gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, und hier sieht man einmal meinen Ausfall mit Super Plus. Das war jetzt hier gerade der Aspekt, wo ich am Nürburgring das Super Plus tanken musste, weil das Aral ausnahmslos leer getankt worden ist. Und ja, da wollte ich euch noch einmal ein bisschen mitnehmen, um euch zu zeigen, hier auf der linken Seite, wo ich das Super Plus habe, wie viel der Sprit mich gekostet hat, wie teuer die Literzahl war. Wo kann man das denn sehen? Jetzt habe ich es hinbekommen, wie ich es haben wollte. Und zwar wollte ich euch nochmal zeigen, wie die Spritpreise sich mit der Zeit entwickelt haben und welche Spritpreise hier eine Rolle gespielt haben, damit die Zahlen, die wir hier oben sehen, auch zustande gekommen sind. Und zwar zeige ich einmal hier auf der linken Seite bei dem Super Plus, was meine Spritkosten auf den Liter immer so waren. Wie man sieht, 1,40 auch mal knapp, 1,31, 1,32, 1,34, 1,31, also immer so irgendwie um die 1,30 war der Spritverbrauch, der Literpreis pro Sprit. Hier war es mal ein bisschen günstiger. Wann war denn der Sprit so günstig? Im Juli 2016, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Also wie man sieht, sind immer so solide um die 1,30 habe ich gezahlt für den Liter Sprit vom Super Plus. Und hier auf der rechten Seite kann man mal die Werte auschecken, die ich für das Aral Ultimate 102 gezahlt habe. Hier 1,50, hier 1,43, da bewegt sich das meistens drum. Also ich habe immer so für 1,43, 45 getankt, das weiß ich. Das sind hier so Ausnahmen wie gerade am Regen, dann muss man natürlich auch in den sauren Apfel beißen, wo es halt doppelt teuer wird. Aber ansonsten, wie man sieht, hier 1,40, 1,50, 1,50, 1,70 hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ja, hier sieht man wieder 1,40, 1,40 oder 1,48, 1,47, 1,45, 44, 44, 47. Also meistens in dem Bereich 1,45 bis 1,50 pro Liter Sprit habe ich für das Aral Ultimate 102 mal auf den Tisch legen müssen. Genau, wenn man jetzt mal die Kosten, die Spritkosten auf 100 Kilometer gegenüberstellt, dann sieht man hier auf der linken Seite, dass ich 15,85 Euro auf die 100 Kilometer gezahlt habe und mit dem Ultimate 102 16,79 Euro. Das ist eine Differenz von, ich habe das eben ausgerechnet, von 94 Cent. Und die 94, wenn man sie mal hochrechnet auf 15.000 Kilometer, das wären 141 Euro, die man mehr an Sprit zahlt für 15.000 Kilometer, / ein Jahr, wenn man denn ein Jahr fahren sollte. Demzufolge würde ich gucken, dass jeder für sich mal selber entscheidet, ob ihm das wert ist oder nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Mehrkosten deutlich gravierender sein werden oder sein könnten. Wenn man sich einfach mal vor Augen hält, dass ich fast identische Kilometer hier gefahren bin, also bis auf die paar hundert mehr oder hundert weniger, die sind fast zu vernachlässigen, dass ich ungefähr 100 Euro mehr Spritkosten dadurch hatte, dass ich das Aral Ultimate 102 getankt habe. Und ich denke, das ist eigentlich ein Wert, der überraschend ist, weil wahrscheinlich einige Leute dachten, dass es im Endeffekt deutlich teurer wird. Und jetzt auf 15.000 bzw. auf 13.000 Kilometer, finde ich, ist das irgendwie schon akzeptabel. Dann ist es nicht so viel, wie man irgendwie dachte. So, jetzt kommen wir zu den Erfahrungen, die ich mit dem Aral Ultimate 102 hatte. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich alles Buch geführt habe und ich auch in den Videos darüber erzählt habe, was sich dadurch bei mir geändert hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich anfing mit dem Aral Ultimate 102, hatte ich im Standgas gelegentlich bei warmem Motor ein leichtes Zucken drin. Also es hat sich irgendwie als kleiner Zuck im Motorbereich irgendwie in der Laufruhe bemerkbar gemacht, dass er nicht 100% ruhig gelaufen ist.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja damals auch irgendwie den Injektionsreiniger mal benutzt oder hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon das Mikrokeramik drin beziehungsweise das Ceratec Keramik hatte ich drin und hatte sich nicht eingestellt. Dann habe ich einfach, nachdem ich auch wie viele andere wahrscheinlich bei JP das Video gesehen haben, über Aral und die Spritzschutz, beziehungsweise die Sauberkeitsformel, die das 102 haben soll, habe ich dann einfach mal gesagt, okay, ich probiere das Ganze mal ein Jahr lang aus. Was ich noch ganz genau weiß, ist, dass ich nach ungefähr der dritten Tankfüllung dieser Zuck, den ich dann immer wieder hatte bei warmem Motor, der ging auf einmal weg. Ich habe nichts an der Fahrweise geändert, ich habe nichts an zusätzlichen Additiven oder sowas verwendet, sondern einfach der Zuck ging durch das alleinige Fahren vom Aral Ultimate 102, ging das weg. Das fand ich sehr, sehr gut. Dann ist noch ein sehr aktuelles Ereignis gewesen, und zwar ich habe wirklich das Ultimate so gut und so konsequent umgesetzt, wie ich nur konnte. Also ich bin wirklich mal manchmal mit fast leeren Tank, so mit leeren Tank und Restgasen noch zur letzten Tanke gefahren, weil ich das immer wieder einplanen musste, dass ich jetzt zur Aral muss, weil die ist ja auch nicht überall positioniert. Es gibt natürlich die Aral-App, die ist ganz geil, die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wer auch so dann diesen extremen Weg einmal gehen möchte, wie ich. Oder ich werde ihn wahrscheinlich, also ich werde ihn auch weitergehen, nur mal so als Info. Würde ich jedem sagen, ladet euch die App runter, da könnt ihr direkt gucken, wie die Spritpreise sind bei Aral. Aber das ist schon ein bisschen ab vom Thema. Da ist noch ganz wichtig zu erwähnen, und zwar vor 3 Wochen war ich ja am Nürburgring, und da, wenn ihr bei mir die Insta-Story verfolgt habt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich kein Ultimate 102 mehr an Aral bekommen habe, weil in der ganzen Umgebung alles leer getankt worden ist. Also musste ich in den sauren Apfel beißen, habe das 98er Sprit getankt und habe mir dann gedacht, na okay, haust du den Tank einmal wieder komplett mit den 98er voll. Und ja, bin dann halt damit rumgefahren und dann irgendwann auf dem Heimweg, ja, als es abends war und die Autobahn frei war, habe ich mir mal gedacht, okay, ziehst du mal durch und guckst mal, was die Karre wieder so bringt. Und wie ihr wisst, ist mein Auto hat ja keine V-Max-Sperre drin. Und da habe ich einfach mal schön fünften, sechsten Gang ausgedreht und mein Wagen, so wie ich weiß, fährt ja 265 GPS. Und die GPS-Anzeige, da blende ich vielleicht nochmal hier einen Link ein, und zwar die GPS-Anzeige ist fast identisch mit der V-Effizienzanzeige. Und da ist mir aufgefallen, als ich das 98er drin hatte, dass ich maximal 254 km/h fahren konnte. Ich habe wirklich versucht und versucht und im fünften Gang georgelt und sechsten Mal reingemacht und dann wieder im fünften zurück. Und es hat beim besten Willen nicht geklappt, dass ich die 255 knacke. Die Autobahn war frei, es war alles eben und ich kam nicht drüber. Fand ich aber auch ganz gut, weil ich dachte, okay, haust den Tank mal leer. Hab den Tank wirklich leer gefahren bis in die komplette Reserve. Und darüber hinaus, dass ich irgendwie mit 7 Kilometern Restreichweite an der Tanke gelandet bin. Wieder bei der Aral 102. Das war ungefähr 200 Kilometer entfernt von Hamburg. Und es war spät abends und die Autobahn war frei. Und ich wollte auch wieder schnell nach Hause. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, den Sprit, den ich getankt habe, wieder auf schleunigst zu vernichten. Was mich total gewundert hat, ist, dass der Wagen danach wieder seine volle Endgeschwindigkeit, die er hat, erreichen konnte. Also ich bin wieder mit 263, 64. So, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr so ganz genau drauf geguckt, aber es war deutlich zu spüren, dass der Wagen obenrum mehr Kraft hatte und auch irgendwie es war deutlich merkbar, dass die Endgeschwindigkeit gestiegen ist. Also die 255 hat er deutlich leichter geknackt, er ging auf die 260, 262 zu und dann natürlich sowieso ist das Ganze sehr zäh und dauert, aber er hat sich da langsam und solide hochgearbeitet, was er mit dem Super Plus und 98 Oktan nicht gemacht hat. Ein weiterer Aspekt ist mir auch noch aufgefallen. Und zwar waren meine Auspuffendrohre im Inneren, nachdem ich das 98er getankt hatte, pechschwarz. Also wirklich komplett schwarz und verkohlt, sag ich mal so. Ich habe leider kein Foto davon. Habe ich ein Foto? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Endrohre von drinnen komplett schwarz. Und das ist mit dem Ultimate 102, wenn ich mehrere hunderte von Kilometern fahre mit Vollgas, werden sie leicht dunkel, aber nicht so pechschwarz, wo du richtig mit dem Finger, der so den schwarzen Belag rauspopeln kannst, sage ich mal fast. Also das war eine richtige Schicht, die durch das 98er entstanden ist. Wohl bemerkt, ich bin
hin ja mit dem 102er gefahren, die 500 irgendwas Kilometer, ein paar Runden auf dem Ring abgespult. Da sah der Auspuff immer noch gut aus. Als ich das 98er getankt habe und das ganze Ultimate 102 leer war, habe ich dann das 98er getankt und dann bin ich einmal das Stück, da im Prinzip die 150 Kilometer habe ich dazu gesehen, dass ich den Tank leer mache. Und dann waren die Rohre schon schwarz. Also das ist wirklich, das spricht irgendwie, denke ich, auch für die saubere Verbrennung vom Ultimate 102 und der höheren, der Reinigungsformel oder der höheren Qualität des Kraftstoffes. Ja, das fand ich noch ziemlich interessant. Es klingelt hier mein Handy. Was ist mir noch aufgefallen? Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass der Wagen ein bisschen spritsparsamer geworden ist, aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann man die Spritersparnis komplett vernachlässigen. Man sollte davon ausgehen, dass man das, was man mehr zahlt, auch das ist, das, was man mehr zahlt. Ob es jetzt einem Menschen, der den Channel hier guckt, wert ist, mehr Geld auszugeben, um seinen Motor ein bisschen mehr Leistung rauszukitzeln, beziehungsweise die bessere Verbrennung zu garantieren, dem sei es dahingestellt, ob er die paar Mark investiert oder nicht. Aber ich persönlich werde bei dem Ultimate 102 bleiben und in Kauf nehmen, dass ich da mal ein paar kleine Umwege machen kann oder machen muss, um weiterhin den guten Sprit zu tanken. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ihr hattet ein paar interessante Fakten erfahren können. Was mich auch sehr interessiert ist, was tankt ihr? Habt ihr euch durch die ganzen Marketingkampagnen auch irgendwie beeinflussen lassen oder durch irgendwelche YouTube-Channel oder habt ihr eine eigene Überzeugung? Was mich nochmal interessieren würde, wäre, ob wirklich das Steuergerät vom 33i N52 den Sprit tatsächlich auch als 102er erkennt. Viele sagen ja nein, aber mich würde trotzdem interessieren, warum kam es dann zu dem Aspekt, dass ich mit dem 102er eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen konnte und mit dem 98er Sprit nicht? Also wer da was weiß, gerne was schreiben. Ansonsten habe ich auch mal überlegt, mit INPA Zündwinkel auszulesen während einer Volllastfahrt. Ist aber natürlich alles mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, irgendwie das Ganze zu tracken auf der Autobahn und bei Vollgas und so. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so leicht. Ist aber mal eine Sache, die ich im Kopf habe. Das Doofe ist, ich will aber nicht den Vergleich selber herstellen, indem ich wieder 98er tank. Da bin ich, glaube ich, zu gestört für, dass ich das einfach nicht will. Und da wäre es aber gut zu wissen, welche Werte denn andere Leute haben oder was die Werte sind, an denen man sich orientieren kann zwischen dem 98er und dem 102er. Also wer da irgendwas hat, wer da irgendwas weiß, gerne sich bei mir melden und oder kommentieren. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Ich werde noch ein Video mal allgemein über den Spritverbrauch machen. Einmal mit Wagner und vorher, also vorher und ohne mit Wagner Mikrokeramik. Und ja, da kommt noch einiges auf euch zu. Also schöne Grüße, bis bald und Peace.